Setup, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, habe ich ein Laptop gefunden. Das Ding lag auf der Straße mit haufenweise anderem Zeug. Ist natürlich sehr, sehr nass gewesen. Ich habe kurzerhand das Ding durchgeföhnt, in den Ofen kurz reingesteckt. Jetzt habe ich das Ding hier auf dem Tisch stehen. Jetzt kann ich mit gutem Gewissen das Ding versuchen einzuschalten und alles andere machen. Natürlich habe ich vorher die anderen Sachen ausgebaut und separat geföhnt. Jetzt können wir uns das Ding mal genauer anschauen. So sieht es eigentlich gar nicht mal, weiß nicht, ob man die Struktur da erkennt, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ist von Medion, ich glaube 2017, wenn ich mich recht erinnere. So sieht das gute Stück natürlich offen aus. Ich habe das Ding noch nicht eingeschaltet, weil ich noch Angst hatte. Feuchte Sachen sollte man auf jeden Fall nicht anmachen, wenn die nass sind. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir das einfach mal äußerlich alles angeguckt. Es fehlen hier zwei Tasten. Sind angebrochen, sonst sieht er eigentlich gut aus. Bildschirm sieht auch nicht gebrochen aus, und kein außer halt ein bisschen Dreck da drauf. Und jetzt schauen wir uns das Ding mal von hinten an, was das Ding von hinten zu bieten hat. So sieht das gute Stück natürlich von hinten aus. Da können wir uns mal genauer die Bezeichnung hier angucken von diesem Medion. Ja, das, was ich eigentlich gehofft hatte, war auch teilweise auch drin. Hier war eine 1,5 Terabyte Festplatte drin. Dann haben wir ein DDR4 Arbeitsspeicher, 8 GB, wenn ich richtig liege. Falls ich falsch liege, schreibt mir in die Kommentare. So, war halt 8 GB, sind eigentlich vollkommen ausreichend. Was mich nur gestört hat, ich hätte mir gewünscht, dass hier nochmal eine SSD drin gewesen wäre. Von mir aus wenigstens 128 GB war nicht drin. Aber soweit, wenn man uns das so anschauen, ist das Ding komplett trocken. Ich habe das Ding geföhnt, ich habe es im Ofen drin gehabt. Also der müsste eigentlich angehen. Natürlich, die Festplatte ist jetzt nicht drin, weil ich sie gerade hier an meinem PC angeschlossen habe. Ich checke alle Festplatten, die ich irgendwie draußen finde, erstmal hier mit dem Photorec 7.1 ab. Und wir sind gerade bei 2% und 45.000 Bilddateien. Könnt ihr es vorstellen? Auf der Festplatte bei 2% sind 45 Bilddateien. Wir können uns mal hier hinschauen. Ich suche jetzt nur JPG und PNGs. Ja, und davon ist ordentlich gefunden. JPGs hat er schon mal bei 2%, hat er 24.000 gefunden. Aber es werden natürlich nicht die Daten daraus gesucht, die auf der Festplatte sozusagen noch draußen. Es werden mit diesem Programm die Sachen rausgesucht, die gelöscht wurden. Ich suche gerade nach gelöschten Dateien. Also ich habe jetzt über Nacht die Festplatte abgecheckt. Da habe ich auf jeden Fall, glaube ich, auch an die 80.000 Videodateien gefunden. 20.000 Musikdateien habe ich gefunden. Also Videoclips und Musikclips. Kostenlos, das ist gar nicht mal so schlecht, muss man sich nichts mehr runterladen. Vielleicht gibt es auch ein paar Kinofilme dabei, mal gucken, werden wir sehen. Aber also, so sieht das gute Ding aus. Ich könnte mal versuchen, jetzt das gute Ding zu starten, aber ich habe trotzdem ein bisschen Schiss. Egal, wir starten das Ding jetzt. So, meine Freunde, wir hoffen, dass es jetzt einfach alles gut geht. Ich ohne Festplatte, ohne Arbeitsspeicher einfach mal einschalten. Und es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Warum tut sich da nichts? Egal, dann werden wir es auf jeden Fall beim nächsten Video versuchen, Arbeitsspeicher, alles einzubauen, weil, wie man sehen kann, Festplatte funktioniert, da werden noch Daten runtergezogen und analysiert. Und den Rest packe ich einfach in ein anderes Video, sobald alles drin ist. Vielleicht ist auch nur der Akku leer. Ja, kann ja auch nur leer sein. Und beim nächsten Video ballern wir mal raus, ob er funktioniert oder nicht.